bin gerade meine beste Verfassung. Meine Vorbereitung sieht halt aus wie immer. Also wie gewöhnlich immer trainieren, trainieren, zweimal am Tag mal trainieren. Mein Name ist Hannah Rauch. Ich bin hier zusammen mit Jan, Head Coach in unserer Fight Fusion Academy in Regensburg. Also, du stellst dir vor, wir haben es schon geschafft. Wir sind hier angekommen auf ein bisschen Aufrichter machen. Wichtig, wenn du den Switch machst, du streckst das Bein was nach. Mit Tafeni arbeiten wir tatsächlich schon, seit er Kind bzw. Jugendlicher ist. Er hat mit 14 bei uns angefangen. Er hat einfach seinen ganzen Wachstum live mitverfolgen können. Er ist jeden Tag da und das tatsächlich schon, seit er eigentlich bei uns angefangen hat. Es hat sich natürlich mit der Zeit gesteigert, aber die Disziplin und die Liebe für den Sport ist eigentlich von Anfang an da gewesen. Da haben wir auf jeden Fall die Atmosphäre, in Liberis wird. Ich sag mal so, es wird eine kranke Show. Was ich da abliefern werde, das wird einfach nur krass. Das wird brutal. Ziehen runter. Das ist natürlich eine große Herausforderung, vor allem vor so viel Publikum zu kämpfen. Also mit 19 da zu kämpfen zu können, ist krank, also richtig geil einfach. Weil du musst mal so vorstellen, ich war, sag ich mal, 15, 16, sowas, wo ich mir so die krassen MMA-Kämpfer geguckt habe, das heißt von Octagon oder so, und ich sehe so laute Männer, krass, die so kämpfen und so, weißt du, und ich war da damals noch ein Kind. Boah, krasses Training, Alter. So, meine Prediction für Octagon, safe finish. Fetter, kranker Finish. Ich sag mal so, Octagon wird diesen Finish nicht vergessen, da werden die mich auch nicht vergessen. Ich werde Statement setzen bei Octagon. 41, ich bin Liberes. So, ich esse eigentlich dasselbe so, aber ich esse halt wirklich viel weniger Portionen. Also ich esse schon so Beef oder Reis und so, aber viel weniger halt. Okay, mein Essen kommt schon. Wir sind jetzt hier gerade in Regensburg, in meiner Heimatstadt. Ich bin auch hier geboren, aufgewachsen und alles. Da habe ich halt erstmal mit Jiu-Jitsu angefangen. Hat mir ganz gut gefallen. Ja, ist halt wie so eine Droge für mich halt einfach. Boah, in so eine große Halle zu kämpfen, wo so viele Leute drin sind, über 7000, das ist halt für mich einfach, das ist halt mein Leben, das ist mein Traum. Also ich kann es immer noch nicht so richtig realisieren, so weißt du, aber Killer. Meine größte Unterstützung sind natürlich Jan und Hanna. So, die sind immer dabei beim Coachen, aber sind trotzdem meine größte Unterstützung. Lange Hände rausschlagen. Und Front. Und wieder rausbewegen. Wir sind im Sayato Gym. Das ist einfach mein zweites Zuhause. Ich habe auch sogar Schlüssel. Und jederzeit, wenn ich will, komme ich hier. Auch sogar mit den Kindern kann ich dann einfach trainieren. Konzentriert, gehen runter.